LT-Anlagen werden grundlegend genauso eingegeben wie einfache Lüftungsanlagen. Der Unterschied zu reinen Lüftungsanlagen besteht darin, dass eine LT-Anlage zusätzlich die Luft erwärmen, kühlen und befeuchten kann. Ich möchte für meine Zone Großraumbüro eine LT-Anlage eingeben. Ich wähle eine Lüftungsanlage, stelle auf Großraumbüro um und wähle eine Wärmerückgewinnung von 70%. Um aus dieser Lüftungsanlage eine RLT-Anlage zu machen, muss der Luftauslass an eine RLT-Erzeugereinheit angeschlossen werden. Und die RLT-Erzeugereinheit an einen Kessel. Besitzen Sie weitere RLT-Anlagen, werden diese auch an die RLT-Erzeugereinheit angeschlossen. Das RLT-Symbol dient überwiegend nur als Bindeglied. Alle wichtigen Parameter, wie zum Beispiel Befeuchtung, werden in den Luftauslässen eingestellt. Schaue ich mir nun die Energiebilanz der Zone Großraumbüro an, sehe ich den Anteil der RLT-Anlage in dunkelrot und den Anteil der Grundheizung über die Flächenheizungen in Rot. Ist Ihre RLT-Anlage für die ausschließliche Beheizung Ihres Gebäudes zuständig, dann müssen Sie Folgendes beachten. Da Luft eine geringe Wärmekapazität besitzt, ist eine ausschließliche Beheizung des Gebäudes über eine RLT-Anlage in nur sehr wenigen Fällen möglich. Im Luftkanalnetz einer RLT-Anlage darf die Temperatur nicht mehr als 10 Grad gegenüber der Raumtemperatur betragen. Somit ergibt sich pro 600 Kubikmeter die Stunde Luftvolumenstrom eine Heizleistung von ca. 1 kW. Trotzdem würde die DIN 18599 die komplette Energie über die RLT-Anlage berechnen, damit keine Energie verloren geht. Allerdings führt dies zu einem leicht falschen Ergebnis. Deshalb ist normalerweise noch ein Nachheizregister vorhanden, das als statisches System eingegeben werden muss. Möchte ich einen Nachheizer eingeben, wähle ich eine Luftheizung. Entweder eine Luftheizung kleiner 4 Meter oder, wenn Sie eine RLT-Anlage in einer Halle besitzen, dann eine Hallenwarmluftheizung. Ich wähle eine Luftheizung kleiner 4 Meter, stelle auf Großraumbüro um. Ein Nachheizer ist korrekt. In vielen Fällen reicht ein Nachheizer aber nicht aus, weil der Luftvolumenstrom zu gering ist. Dann muss auf Umluftheizer umgestellt werden. Jetzt muss die Luftheizung mit dem Kessel verbunden werden. Bei Netztyp stelle ich auf Strahlungs- und Luftheizung um und wähle noch eine Pumpe aus. Dies wäre die Einstellung, wenn meine RLT-Anlage für die komplette Beheizung zuständig ist. Gibt es mehrere Heizsysteme in einer Zone, so wie hier einmal eine Luftheizung und eine Flächenheizung, die das Großraumbüro beheizen, dann muss darauf geachtet werden, dass der Deckungsanteil beider Übergaben insgesamt 100% beträgt. Im Moment besitzt jede Übergabe 100%. Wenn ich meine Einstellungen so übernehme, dann steht bei den Hinweisen, dass die Deckung der Zone Großraumbüro mit 200% angegeben wurde. Und dadurch kann das Projekt nicht berechnet werden. Der TGA-Fachplaner hat ingenieurmäßig einen Wert von 30% für das Nachheizregister. Und 70% für die Flächenheizung ermittelt. Wenn Ihre RLT-Anlage die Zone auch kühlt, muss noch ein Kühlaggregat angeschlossen werden.
entweder ein wassergekühltes oder ein luftgekühltes System. Die detaillierte Einstellung der Kühlung besprechen Sie bitte mit Ihrem TGA-Fachplaner. Hiernach muss das Kühlaggregat an die ELT angeschlossen werden und es muss in den Zonenrandbedingungen die Kühlung aktiviert werden. Ich öffne die Randbedingungen der Zone. Und stelle bei ELT-Systemen auf System mit Heiz- und Kühlfunktion um. Hiernach kann auch über die ELT gekühlt werden. Bitte bedenken Sie, dass es sich bei einer ELT-Anlage um eine abgebrochene Kühlung handelt, da die Kühlung durch die Luftvolumenströme begrenzt ist. Sprich, es kann nur so viel gekühlt werden, wie über den Luftaustausch möglich ist. Dies bedeutet, im Härtefall kann es dazu führen, dass man noch zusätzlich eine Übergabekühlung benötigt, um die Zone ausreichend zu kühlen.